Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften aus dem Jahr 1809, adaptiert und inszeniert von der Regisseurin Silvia Armbruster, begeisterte das Publikum im Stadttheater Gmunden. Ihr und ihrem Schauspielensemble ist es gelungen, das 200 Jahre alte Stück über die wechselnden Liebesbeziehungen zwischen vier Menschen in atmosphärisch dichten und verständlichen Bildern zu erzählen. Es gab so bestimmte Dinge, wo ich gedacht habe, da hat der Goethe betrachtet das eigentlich mit einer Ironie. Die habe ich mir genommen. Und zum Thema Ehe, was ich da noch an anderem und interessantem und, wie soll ich mich ausdrücken, auch schrägem gefunden habe, das habe ich mir einfach gesucht dazu. Dieser Vorschlag der Ehe auf Probezeit, ja, die da gemacht, das ist Desart. Das ist aus einer Schrift von Marquis de Sade. Der macht ganz ernsthaft diesen Vorschlag. Das ist in den Wahlverwandtschaften bei Goethe nicht drin. Und diese Erzählung über diesen Bettler, der die große Liebe seines Lebens verloren hat, das ist Boccaccio. Also es ist aus dem Decamerone ein Abschnitt. Die Inszenierung ist nah am Stück, aber die Frau Armbruster bringt natürlich ihre spezielle Note der Regieführung rein. Sie hat ja auch die Dramatisierung gemacht für dieses Stück. Ja, also jene, die es gesehen haben, haben natürlich den roten Faden, der hat sich durchgezogen, aber waren wirklich Überraschungen dabei. Du verstehst es. Zum Inhalt. Eduard hat seine Jugendliebe Charlotte geheiratet. Die beiden geben sich nun der gärtnerisch-architektonischen Umgestaltung ihres Landguts hin. Kurz nachdem Eduard seinen Freund Otto als Dauergast aufnimmt, holt Charlotte ihre Nichte Ottilie ins Haus. Es entstehen zwei unheilvolle Liebesbeziehungen. Charlotte und Otto versagen sich ihrer Liebe, während Eduard sich rückhaltlos in Ottilie verliebt. Wir wollten das gemeinsam, also sowohl die Silvia als Regisseurin als auch ich, die extremen Gefühle, auch die Kindlichkeit im Manne, aber dann auch wieder den Trotz und dann auch wieder die Leidenschaft oder auch die Wut, also das alles, dass das wirklich ein extremer Mix ist, dass eines Mannes in letztendlich zwar in den besten Jahren, aber auch, wenn man so will, in der Midlife-Crisis, nicht? Das ist das, was immer funktioniert, wo auch die Leute dann aus dem Stück rauskommen und sagen, das ist ja, das, also neulich hatten wir jemanden in der Vorstellung, der hat gesagt, die hat gar nicht, konnte eigentlich gar nicht zu Ende sprechen, weil sie wollte, glaube ich, sagen, sie hat das gerade erlebt oder es ist ihr Leben oder sie kennt es natürlich ganz genau, aber ich meine, das ist ja auch wirklich nichts Veraltetes oder so, es ist ja immer noch hochaktuell, das Thema. Auf ihre Schönheit! Meine schöne Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Das Publikum wurde gekonnt in den Handlungsverlauf mit einbezogen. Leicht und unterhaltend führten die Schauspieler durch die Geschichte, ohne jedoch die tragischen Momente des Stücks aus den Augen zu verlieren. Sie sind nämlich insofern doch weit weg vom Original, weil sie haben eine bestimmte Heiterkeit drin. Sie haben sehr viele entzückende theatralische Einfälle. Sie haben so ein Arminius Schäfer-Spiel daraus gemacht. Und dadurch kriegt das eine Heiterkeit und Lustigkeit, die der Sache sehr wohl bekommt. Denn das Original, die Wahlverwandtschaften von Goethe selber, die sind, ich sag's mal jetzt ganz erlaubt, die sind eigentlich missraten. Weil der Goethe war da so im Zwiespalt, es war eine Zwischenzeit, eine Zeit der Verdrängung und der Verleugnung. Der Krieg war gerade vorbei. Die Franzosen haben ihm das Haus gestürmt, er hat um sein Leben gefürchtet und all das, was ihn bedrängt hat, hat er verleugnet und wollte es nicht wahrhaben und hat einen Roman geschrieben, der im Nirgendwo spielt. Eine Schlüsselszene ist der geistige Ehebruch, in dem die Ehepartner während des Liebesspiels jeweils an einen anderen Partner denken. Diese Szene wurde mit einfachen Mitteln, jedoch einem glänzenden Bild umgesetzt. So wie man generell auf ein bombastisches Bühnenbild verzichtete und dadurch wunderbar die Geschichte, die Wahlverwandtschaften und das Schauspiel in den Bühnenmittelpunkt rückte.